Willkommen zu meinem neuen Video, nämlich ein Haul. Heute zeige ich euch das langersehnte Haul, was ich muss lang warten, bis ich das drehen kann. Und ich denke, wir fangen auch gleich an. Wir fangen an mit diesen Sachen, die ich bekommen habe. Also das letzte, was ich bekommen habe, ist, also eigentlich das einzige, ist diese Cappy hier. Die ist so pink mit so einer Schnauze. Das habe ich von meiner besten Freundin bekommen. Ich trage ja meine Cappies immer so. Aber jetzt sieht es ein bisschen blöd aus, weil ich muss noch richtig so hinstellen und so. Aber ja. Ja, und das ist einmal diese Cappy. Ich kann euch leider nicht sagen, wie viel die gekostet hat. Ja. Da kann ich euch nicht viel dazu sagen. So, dann machen wir gleich weiter mit den Sachen, was ich gekauft habe. Und zwar sind das einmal so zwei Sachen. Einmal das Nivea Deodorant Fresh Flower Deo, das 48 Stunden milde Pflege ist. Frische Blumenduft, 150 Milliliter hat es hier. Das riecht künstlich. Also, man kann nicht viel dazu sagen. Es riecht gut, es riecht aber richtig stark. Also wirklich, ich würde lieber aufpassen, wie viel man drauf tut, weil. Ja, und dann hat es hier so zum Öffnen und zum Schließen. Und das zweite, was ich gekauft habe, ist dieses Haarspray von Kaufland. Dieses Deo habe ich auch von Kaufland. Volumen Shine für feines und normales Haar. Das ist die Stufe 3. So, dann gehen wir gleich weiter mit diesen bestellten Sachen. Da habe ich einmal diese Cappy hier bestellt. Die ist wirklich wunderschön. Es sieht so richtig hässlich aus in der Kamera. Aber wirklich, Leute, wenn man das so umdreht, und dann hier guckt, sieht das so aus, als wären das solche Wolken. Und das sieht wunderschön aus. Und ich trage diese Cappy auch so, aber ich finde, die steht mir besser als die andere. Also, wie findet ihr es? Ja, ich denke mal, die steht mir besser. So, und dann das letzte, was ich mir bestellt habe, sind diese Blackhead, nein, das zweitletzte, sind diese Blackhead Pore Strips von Rina, eine Seite, von eine chinesische Seite, nämlich die Seite von Home. Und diese Cappy habe ich von der Seite Wish bestellt. Und da haben wir 10 Packungen. Ich habe jetzt nur noch 6, weil ich 4 Packungen benutzt habe. Und ich tue das auf der Nase. Und das eigentlich für das ganze Gesicht. Aber ich tue das nur auf der Nase. Und das für Mitesser. Und ich benutze eine Tüte, passt für mich für 3 Mal. Und ich finde perfekt. So, und das letzte, was ich bestellt habe, sind diese Leuchtschuhe. Die haben hier so einen Akku. Also eigentlich Samsung-Akkus. Ich mach die mal kurz an. Tja. Es hat 12 Farben. Ich finde die Farbe am coolsten, weil die so blinkt. Und es hat noch eine Farbe, die mit allen verschiedenen Farben zusammen ist. Das sind die Adidas Superstars und ich finde die richtig cool. Ich habe die auch bei der Seite Wish bestellt und ich sage euch schon jetzt, die sind die perfekten Schuhe. Und ja. So, und heute waren wir auch noch einkaufen, weil ja ich und meine Schwester 100 Franken hatten. Ich stelle euch mal kurz hinten. Wir haben Kleider eingekauft und alles insgesamt. Wir waren übrigens in Chicora einkaufen, also alles insgesamt hat 71 Franken 55 Rappen gekostet. Und wir haben auch noch eine Tasche bekommen und also die ganz günstig. Und wir hatten noch eine zusätzlich bekommen, nämlich so eine blaue. Genau gleich, nur einfach in blau. Und Chicoro ist Chicoro geschrieben mit weiß. So, wir beginnen bei den Sommersachen. Also ich habe einmal so kurze, ich habe wirklich geachtet, dass alles passt. So passt wirklich. Also das erste, was ich mir gekauft habe, ist dieses Unterteil, so
ein Shorts und die hat 29,80 Franken gekostet und die war reduziert. Alles, was ich gekauft habe, ist der Rabatt gewesen. Und ich weiß nicht, wie viel die gekostet hat, aber hier steht einfach so viel. Aber es war halt Rabatt. Und ja, dann hat es günstiger gekostet. Und dann habe ich noch dieses Oberteil hier dazu gekauft, dass es wirklich so passt. Ich habe auch geachtet auf die Farbe, dass es wirklich passt. Und es hat ein Unicorn, das habe ich Ärmel, also ein Einhorn, aber das habe ich erst gesehen, wo wir rausgegangen sind. Und dann habe ich das gesehen und wir konnten leider nicht mehr kaufen, weil ich mir noch eine SIM-Karte gekauft habe. Die hat 20 Franken gekostet. Also, ja, und da steht I love summer und and sweet strawberries. Und das hat 11 Franken 20 gekostet. Und dann habe ich hier noch dieses passt zu einer Cappy, nämlich zu dieser Cappy, finde ich. Und zwar ist es dieses hier. Also ich habe einmal dieses Unterteil hier gekauft. Das ist eine Leggings. So. Die auf der Seite steht Workout Queen. Und diese Leggings hat auch 11 Franken 20 gekostet. Ich finde die richtig hübsch und die passt nämlich zu diesem Oberteil hier. Ist so wie ein Hemd, nur kurz. Warte. Und die hat so einen leicht ganz kleinen Kragen hier. Die sieht so aus. Und es ist hinten länger als vorne, wie man hier sehen kann. Und es sieht jetzt so, also wenn ich es euch so zeige, sieht es hässlich aus. Also. Aber wenn man es dann anhat, Leute, das sieht perfekt aus. Das sieht wunderhübsch aus. Und das hat 25 Franken 20 gekostet. Also wirklich mit dieser Cappy könnte man das eigentlich noch kombinieren. Und das, worüber ich mich richtig gefreut habe, weil die passt einfach zu dieser Cappy. Und das passt zu diesen Leuchtschuhen, die Hose. Wir beginnen zuerst mal bei der Hose. Diese Hose ist einfach das Zweitlieblingskleidungsstück, das ich jetzt tragen werde. Das hat 48 Franken 30 gekostet. Ist nicht billig. Weil wir Rabatt hatten auf 50. Wo, ich denke, ich war es 38. Ich muss mal kurz gucken. Die haben 24 Franken 15 Rappen gekostet. Man kann es sehen, weil die heißen Elsa Pants und dann steht hier Elsa Pants dran. Wow. Also, das war richtig günstig, wie man sehen kann. Und die haben hier so Löcher. Wenn ich sie euch so zeige, sieht es nicht richtig hübsch aus und so. Aber wenn man sie dann anhat, die sehen eine Wunder. Und ich habe sie gerade vorhin angezogen. Die waren mir ein bisschen zu groß, also ganz ein bisschen. Aber ich finde, das ist gar nicht schlimm, oder, Leute? Und das Oberteil. Ich habe das bei Anna Maria Damm gesehen. Ich habe das bei vielen YouTubern gesehen und ich denke auch Sängerinnen. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Dieses Oberteil hat 17 Franken 40 gekostet. Und weil es Rabatt war, hat es 8 Franken 70 gekostet. Und jetzt guckt mal. Dieser Preis, der hat sich einfach gelohnt. Und die Hose hat sich auch gelohnt. Also, das ist dieses Oberteil, das hier an den Schultern. Also so einen offenen Kragen hat. Ich kann es euch mal kurz anziehen. Also das sieht so aus jetzt. Es ist nicht zu eng, es ist nicht zu dünn. Also hier an den Ärmeln ist es so eine Hälfte von den Ärmeln. Und dann hat es hier halt einfach frei. Und es sieht richtig hübsch aus. Es ist nicht zu dünn, nicht zu dick. Einfach perfekt, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr es findet, wie es euch gefällt. Ich finde, wenn man das mit dieser Cappy anzieht. Leute, guck mal, wie das aussieht. Das sieht perfekt aus. Das sieht auch mit dieser Cappy perfekt aus und so.
Aber ich denke, ich werde irgendwann dann mal die perfekte Cappy dafür zu finden. Und ja. So, und ich habe es euch ja gerade gezeigt. Und es sieht wunderhübsch aus. Ich sag's euch, Leute. Ich finde, wenn es dann so schön, wenn ich dann so glatte Haare habe, dann das anziehe und dann die leuchtenden Schuhe mit dieser Hose, das sieht, boah, das sieht so geil aus. Und ja, so, das war's mit meinem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch diese Leuchtschuhe habt oder einfach einen von diesen Leuchtschuhen, die es gibt auf dieser Welt. Ich kann euch jetzt schon sagen, wie viel die gekostet haben. Die haben 27 Euro gekostet. Aber wir haben mit Franken bezahlt, darum 27 Franken. Ich kann euch gleich nochmal im Namen diesen Kassenzettel oder Kassenbon zeigen. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss, Leute.